Am 2. und am 3. Februar ist es soweit. Das Akiba Pass Festival findet im Leipziger Cineplex statt. 11 Anime-Filme werden erstmalig in Deutschland gezeigt. Ein paar davon habe ich mir jetzt mal genauer unter die Lupe genommen und einen davon zeige ich euch jetzt. Es gab mal eine Zeit, da verband man mit Japan nicht Manga, Anime und Sushi, sondern mit Samurai, Ninjas und der Schwertkunst. Der Fantasy-Epos Uzuzumi Sakura Garo bringt uns in diese Zeit. Eine mittelalterlich feudale Welt, gespickt mit Magie und Dämonen. Die Geschichte des Films ist kurz erzählt. Furchtbare Monster dringen aus einer anderen Welt in unsere Realität ein, um die Seelen der Menschen zu fressen. Sie sind so mächtig, dass, bis auf wenige Spezialeinheiten, niemand sie bezwingen kann. Der Held der Geschichte ist Raikou, der sich den Seelenfressern entgegenstellt. Geschützt ist er durch eine magische Rüstung. Der Trailer zeigt imposante, farbgewaltige Bilder. Kräftige Farben und detailreich gestaltete Szenerien gehören zu diesem Werk, ebenso wie die epischen Kämpfe gegen die entfesselten Monster. Was uns hier zudem versprochen wird, sind epische Schlachten und tiefe Charakterdarstellung. Die Figuren stehen im Mittelpunkt. Es gibt Drama, Heldentum und große Emotionen. Uzuzumi Sakura Garo kündigt sich somit als ein Meisterwerk des Anime-Blockbusters an. Und in dieser Tradition wird der Zuschauer nicht den Kinosaal verlassen haben, ohne dass er nicht irgendetwas von diesem Werk mitnehmen kann. Am 2. und am 3. Februar im Cineplex Leipzig. Wir von Nerdsich werden da sein und freuen uns auf deinen Besuch.